So, weiter geht's. Jetzt müssen wir über diese Räder hier drüber, ohne dabei in die Stacheln zu fallen. Und hier kommen wir nicht hoch. Ganz toll. Okay, der Magier kann hier auch nichts außer runterfallen. Übersehe ich irgendwas? Ist irgendwo ein Hebel hier? Müsste aber, soweit ich weiß, hier nichts sein. Ah doch, hier ist noch eine Erfahrungsfiole unter der Kiste. Und hier sind Kisten, vielleicht helfen die ja. Oh, und noch so ein komisches Geschenk, was ich in der ersten Mission eins entdeckt habe, in der ersten Aufgabe. Nee, ich glaube, die Kisten helfen leider auch nichts. Außer, dass wir hier runterplumpsen. Na komm. Ich will hier hoch. Ohne in die Stacheln wieder zu springen. Kannst du hier eine Flanke zaubern? Ja, könntest du theoretisch. Bringt tut's aber nicht. Komm, halte mal das Ding an. Danke. Jetzt zauber erstmal eine Kiste, die wir hier aufspießen können. Na toll, die Planke dreht sich immer noch weiter. Ja, das hebt jetzt wenigstens. Jetzt können wir gucken, ob wir nicht hier irgendwie eine Planke zeichnen können. Ah, mit A und D können wir das Objekt rotieren. Was uns aber auch nicht viel bringt. Außer, dass wir jetzt hier drunter feststecken. Es müsste doch irgendwie gehen. Ja, die müsste groß genug jetzt sein. Hoffe ich mal. Ja, ist ja auch, dass wir hier hochhüpfen können und das Level abschließen. Das Ödland des Drachenfriedhofs überlebend, schritten unsere Helden weiter. Der Zauberer vertiefte sich immer mehr in die Inschriften über die Hüter. Es waren einmal drei Artefakte. Eins für Seele und Gerechtigkeit, eins für Verstand und Macht und ein anderes für Körper und Materie. Diese unvergänglichen Gegenstände wurden benutzt, um das Gute und Böse in der Welt im Gleichgewicht zu halten. Als alles in Harmonie miteinander war, wurden die Artefakte an die drei Hüter übergeben, die sie jahrhundertelang sicher aufbewahrten. Die Hüter verzauberten die Artefakte mit mächtigen, beschützenden Zaubern, die nur denen mit reinen Absichten erlaubten, näher zu kommen. Am Ende starben die Hüter und nur die Zauber blieben erhalten. Ja, klingt episch. Die Hüter starben und unsere drei Helden hier, wenn man sie Helden nennen kann, haben es geschafft, durch den Zauber zu kommen und an den Twine. Also das Artefakt, was für Seele und Gerechtigkeit steht. Aber gut, wir haben den Drachenfriedhof hinter uns gelassen, obwohl ich selber jetzt nicht so drauf geachtet habe, wo Drachen sind. Wir sind jetzt in den Kristallkavernen. Und hier sieht man einen Drachen mit einem Schatz. Vielleicht finden wir ja hier Drachenskelette. Also gucken wir mal rein. Ich glaube, es liegt am Trine, dass unsere körperlichen Bilder wieder auferstehen können. Das war alles. Mehr hat er nicht zu sagen. Na gut. Gucken wir mal in die Kristallkavernen. Und ich muss ehrlich sagen, auf welchem letzten Level es nicht gesagt habe, selbst hier sieht's unglaublich aus. Also, ja, auch unglaublich gefährlich, würde ich sagen. Also die Entwickler haben sich hier mit dem Spiel
viel Mühe gegeben. Oh, ein Feuerspucker-Skelett. Das sollten wir schnell ausschalten. Und den Kristallen ausweichen, die von oben herabstürzen. Naja, selbst die Gegend sieht sehr schick aus. Also hier durch das Gitter durchschießen kann man, aber man kann sich nicht durchbewegen oder durchschlagen, oder? Probieren wir es mal. Was haben wir denn hier da? Nein, durchhauen können wir uns auch nicht. Ja. Da langhangeln können wir uns nicht. Können wir mit der Faust die... Nein, können wir nicht erreichen. Da müssen wir das hier anders machen. Ja, so haben wir wenigstens mal eine Flasche unten runtergekriegt. Und jetzt werden wir gleich von unserem eigenen Würfel erschlagen. Da versuche ich es mal mit einer kleinen Planke. So. Die etwas drehen. Komm. Ich finde schade, dass man die Flaschen nicht selber anheben kann. Also mit der Planke kriege ich es auch nicht so wirklich hin. Schieß mal den da runter. Den brauchen wir dann nämlich gleich. Versuchen wir es mal so. Nein, 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 nicht wegfliegen. Aber du bist zu klein, also größer. Ich glaube, größer geht gar nicht. Schade. Vielleicht so Kiste. Kiste hier balancieren. Gucken wir mal kurz. Hiermit können wir doch... Ja, genau. Geben wir das mal. Das dürfte nützlicher sein. Jetzt können wir nämlich zwei Planken erschaffen. Das können wir hier gut gebrauchen. Ja, hier wollen uns wieder Gegner an den Kragen. Merke ich gerade. Komm, jetzt haben wir aber eine Planke. Ihr frisst Kiste. Krieger. Ja, so geht's auch. Und mit dem Krieger können wir jetzt hier... Oh. Das war jetzt nicht ganz so gedacht, aber es hat funktioniert. Hier, die steinerne Faust wird dich richten oder so ähnlich. Na komm. Na komm, da noch mehr. So. Sehr schön. Aua. Das war nicht so gedacht. Edge, jetzt kannst du da unten nichts mehr machen. Außer wenn wir runterfallen. So, aber wir haben dich trotzdem besiegt. Jetzt hier hoch. Und dann gucken wir mal, was wir mit dem Level Up anfangen können. Ja, geben wir dem Ritter mal das Stürmen. Ah ja. Angriff-Umschalt-Taste, sehr gut. Hier gibt es Wasser, in dem wir schwimmen können. Wenn wir nicht gerade der Ritter sind, der auf dem Grund des Bodens rumkreucht. Hier unten ist aber nichts so weit. Okay, da müssen wir wohl zurückschwimmen, weil wir von hier unten nicht
wirklich weiterkommen. Aber so kommen wir weiter. Erfahrungsfiole, Gesundheitsfiole, wieder eingeschlagene Kristalle. Und Kisten können springen, soweit ich weiß. Ja, können sie. Aber nicht, wenn wir draufstehen. So, dafür können wir uns hier hochschwingen. Und das nächste Skelett wegschießen. Und da kommen schon wieder Skelette auf uns zu. Aber eins mit Schild. Was wir zuerst getroffen haben. Hui, der fliegt aber weit. Ja, so können wir ihn wegtreten. Der Ansturm vom Krieger ist also gar nicht mal so schlecht. Hier müssten wir auch irgendwie rüberkommen. Wahrscheinlich wieder mit einer Brücke. Nein. Das war nicht lang genug. Jetzt zaubern wir erstmal hier unten eine Kiste hin. So. Und dann hier eine Brücke. Genau. Dann kommen wir hier oben hin. Und dann den nächsten Checkpoint. Und hier oben können wir uns langhangeln. Irgendwas sagt mir, dass wir das tun sollten. Die sehen so aus, als ob sie runterkommen. Kann ich sie anschießen? Ja, kann ich. Ja. Und sie haben mich doch getroffen. Ja, das war gemein. Okay, oben lang komme ich nicht mehr. Da muss ich eben nur da unten lang. Okay, das Treffen tue ich auch nicht. Da muss ich wohl schwimmen. Schalten wir am besten auf den Krieger um. Der sinkt schneller. Und ja, hier scheint es sogar eine Fiole zu geben. Jetzt mal auf den Magier umschalten, bevor dem Krieger der Sauerstoff ausgeht. Ja, der Sauerstoff regeneriert sich leider nicht. So. Wenn man im Wasser bleibt. Ja, und da hoch wollen wir irgendwie. Das können wir vielleicht erreichen, indem wir hier die Kiste hochtun. Na, das klappte nicht ganz so wirklich. Oh, und ich sehe gerade im Hintergrund ist ein riesiger Goldschatz. Oh, der sieht auch schick aus. Ah ja, okay, wir kommen auch von der Seite hin. Also brauchen wir hier die Kiste, die müssen wir nämlich hier aufspießen. Wobei wir faul sind, machen wir uns hier eine Brücke. So. Auf die wir, an der wir gleich wieder runterrutschen. Mist. Und jetzt eine selbstgemachte Kiste, die wir hier drüben aufspießen. Und auf die wir hoffentlich mit der Diebin rüberhüpfen können. Jawohl. Und den Felsen bringen wir ins Rollen, damit er für uns die Stacheln kaputt macht.
Ah, Fledermäuse. Neue Gegnerart. Dass es nicht zu langweilig wird mit den Skeletten. Naja, die wollen nicht wirklich. Mal gucken, wie viele Fiolen habe ich schon. Ah, 14 von 35, also sind es noch ein paar, wenn ich nicht schon ein paar übersehen habe. Aber ich würde sagen, bevor wir hier weitermachen, mache ich nochmal einen Cut. Bis gleich.